Hallo liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zum 50. Video auf meinem Kanal BR-110-AL. Möchte ich mich heute einmal persönlich bei allen Usern bedanken, die auf meinem Kanal die Videos aufrufen. Es sind derzeit über 40.000 Aufrufe schon. Der Kanal wurde am 12.10.1919 gegründet. Und ich hoffe, ihr seid weiter an meinen Videos interessiert. Und nun kommt der nächste schon. Wir befinden uns aktuell an der Strecke Augsburg-München zwischen Altegenberg und Haspelmoor, in der Nähe des Bahnhofs Haspelmoor, der im Rücken von mir jetzt gerade sich befindet. Zweimal 111 mit ihren Dostos Richtung Augsburg. Das war auch mal eine sehr interessante Fuhre. Und eine V100 Ost.
noch eine 111er mit Dostos Richtung Augsburg. ICE in Regenbogenfarben. Danke an den TF und schöne Grüße zurück, wenn er das Video sieht. Wie euch sicher aufgefallen ist, habe ich meinen Standort verändert. Etwa 300 Meter weiter Richtung Augsburg an die richtige Spottingstelle, die leider vorhin noch mit zwei anderen Trainspottern belegt war. Und jetzt schauen wir mal, was hier alles noch so Schönes vorbeikommt. Und wieder eine 111 mit Dostos Richtung Augsburg.
Danke an den TF und schöne Grüße zurück. Und wieder eine 111 Richtung Augsburg. Das war mal ein kleines Treffen der Generationen. Adventure ist wieder auf dem Rückweg nach München. Thank you.
Es gibt doch wieder immer unvernünftige Leute, die hier sogar die Schnellfahrstrecke überqueren, um ihren Weg abzukürzen. Einfach unverantwortlich. Zwischen den zwei Güterzügen und diesem ICE lagen nicht mal anderthalb Minuten. Mal ein guter Zug auf der Schnellfahrstrecke.
wieder ein Güterzug auf der Schnellfahrstrecke. Mit dem Containerzug von der Boxpress gezogen möchte ich mich heute von euch verabschieden. Oder sagen wir, vielleicht noch nicht ganz verabschieden. Ich habe mich entschlossen, heute keine Fotobox anzuhängen, da ich ja eigentlich noch auf den Flixtrain gewartet habe, aber dieser hat jetzt kurz vor Augsburg 30 Minuten Verspätung bekommen. Werde ich euch noch Aufnahmen aus Mering anhängen, hängt ja auch an dieser Strecke hier von Augsburg nach München, wo der Flixtrain mit dabei ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiter meine Videos verfolgen wollt. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich von euch. Bis bald und bleibt gesund, euer Andreas L.